Hey Freunde, was geht? Mo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute geht es mal wieder um AirPod-Klone und zwar hier diese i88 TWS Version 8. Die sind mir aufgefallen bei einem Video von einem ganz bekannten YouTuber, Jonathan Morrison, wenn ihr den schon kennt, der einer der großen amerikanischen Tech-YouTuber. Und er hat die vorgestellt. Das sind ganz coole Klone, die in unterschiedlichen Farben daherkommen. Und die i10, die ich bestellt habe, sind immer noch auf dem Weg. Und ich hatte gesehen, dass diese hier bei Amazon ganz gut vorrätig sind und waren nach 2 Tagen hier. Und deswegen habe ich da mal zugeschlagen und wollte mir die mal angucken. Und wir packen uns das Ganze mal an und sehen auf der Rückseite, dass es hier unterschiedliche Farben gibt. Ich habe hier die mattschwarze. Mattschwarz ist halt mega cool und das hat mich direkt getriggert, hier einmal zuzuschlagen. Man hat die Kopfhörer auch einmal in weiß, so ein mattgrau, grün und so ein korallrot, würde ich sagen. Und wir springen direkt mal rein und versuchen das hier mal auszupacken mit meinem Trusted Knife. Und das Auspacken der Kopfhörer ist jetzt nicht wirklich mit Emotionen verbunden. Das wirkt schon recht billig, die ganze Verarbeitung hier und auch die ganze Haptik, wie man das Ganze hier einmal ausgepackt hat. Aber hier einmal die Bedienungsanleitung ist hier auch angeschnitten. Jetzt auch nicht wirklich hochwertig, aber zum Preis muss ich sagen, kann man da echt nicht meckern. Das sind 22 Euro gewesen, die ich dafür bezahlt habe. Und hier haben wir einmal die Kopfhörer selbst. So ein matt-schwarzer Look. Es gibt ja Unternehmen, die zum Beispiel, wie zum Beispiel D-Brand, die da Optionen haben für eure AirPods. Und hier habt ihr einfach einen matt-schwarzen Kopfhörer. Fühlen sich ähnlich an wie die Fake i10, die ich hier schon einmal vorstellen konnte. Also das Aufklappen. Das ist nicht so hochwertig, aber auch nicht ganz so schlecht. Wir sehen hier unten leuchtet es auch einmal. Da haben wir die Lade-LEDs angezeigt, 4 an der Zahl. Das Ganze soll 2,5 Stunden funktionieren in euren Kopfhörern und ihr sollt die AirPods dann quasi auch 2 bis 3 Mal aufladen können in diesem Case. Und was haben wir hier noch drin? Ein Ladekabel, aber ein Micro-USB-Ladekabel. Das ist schade, weil USB-C wäre hier schon ganz cool, wie bei den i10 oder halt auch Lightning. Dann hätte man das Kabel hier sparen können. Aber nichtsdestotrotz, ich nehme das Ganze mal hier wieder zusammen und versuche, die Kopfhörer mal zu verbinden. Und wenn wir hier in die Einstellungen gehen, gucke ich mal, ob er die Kopfhörer schon erkennt. i88, auch im Ladecase werden sie erkannt. Ich versuche es mal zu verbinden. Verbunden und er sagt auch was. Das sind die Kopfhörer selbst. Machen einen ganz guten Eindruck. So, ich habe den erstmal eingesteckt und hört sich ganz gut an. Ich vergleiche die jetzt mal mit meinen Kopfhörern. So, mit den originalen AirPods. Und von den Maßen sehe ich da hier überhaupt keine Unterschiede. Ich guck mal, ob die hier in das Case passen. Nicht ganz, weil die da ein bisschen dicker sind. Aber nichtsdestotrotz, rein optisch macht es einen coolen Eindruck. Dadurch, dass sie schwarz sind, finde ich es auch super. Da wird man nicht so schnell Schmutz dran sehen. Auch ein Grund, warum ich sie mir in schwarz zugelegt habe. Und jetzt beide mal drin und wir machen mal ein bisschen Musik an. Gucken mal, ob uns die Soundqualität überzeugen kann. Hier so ein bisschen Nico Nuevo. Deutschsprachiger R&B, ganz cool. Ja. Also der Sound, der ist ganz okay. Ich würde damit jetzt nicht wirklich Musik hören, weil hier fehlt auf jeden Fall der Pass. Also der Bass, das ist ein sehr flacher Sound. Deswegen würde ich da eher zu empfehlen, wenn ihr da mehr Podcasts hört oder einfach Sprachinhalte.
Klassikmusik vielleicht auch und nicht so Hip-Hop, R&B. Weil das macht jetzt nicht wirklich Spaß, muss ich sagen. Also wenn man die Ohrmuscheln einmal antippt, dann pausiert das Ganze. Zweimal tippen springt den Song nach vorne auf der rechten Seite. Zweimal tippen auf der linken Seite zurück. War das zurück? Ja, ich glaube schon. Ne, zweimal tippen ist einfach nur weiter nach vorne. Gedrückt halten ist Siri. Okay, danke. Ja, ich muss sagen, ich werde mir das Ganze jetzt in der Testphase mal genauer angucken und in meinem Review dann meine letztendliche Meinung dazu sagen. Ich finde, im Ersteindruck ist es ein ganz guter Kopfhörer. Es ist okay, wenn man sich dem bewusst ist, dass man sich hier nicht mit Kopfhörern rumschlagen muss. Dass man sich hier mit Kopfhörern einlassen muss, die nicht wirklich bassreich sind. Also ihr habt hier keinen guten Bass und das ist ein sehr flacher Sound. Eher was für Podcasts, eher was für Sprachinhalte, wie gesagt. Und ja, dass es matt schwarz ist, ist halt super cool und eher so ein Design-Ding. Ein Design-Kauf, sage ich mal eher. Und ja, das soll es dann erstmal wieder von mir gewesen sein. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Wenn du neu hier auf dem Kanal bist, hier gibt es jede Woche ein neues Video rund um meine Interessen. Das sind in der Regel Tech-Produkte. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bis dahin. Ciao.